Liebe Reisefreunde, was gibt es in 4 Wochen auf Neuseeland, auf der Nordinsel, auf der Südinsel zu sehen, wenn man als Normaltourist, wie ich mich selbst bezeichne, oder auch als Familie mit dem Camper reist? Ich sage eine ganze Menge. Man kann natürlich nicht alles sehen und erleben, aber Neuseeland ist so beeindruckend, es lohnt sich. Und plant eure Reise und ich wünsche euch viel Spaß beim Film und bei der Umsetzung eurer Pläne. Euer Klaus. Nach 22 Stunden reiner Flugzeit erreicht man Neuseeland auf der anderen Seite unserer Erdhalbkugel. Unsere Reise beginnt in Christchurch auf der Südinsel. Ein verheerendes Erdbeben zerstörte große Teile der Stadt im Jahre 2011. Die Schäden sind bis heute noch deutlich zu sehen, so wie hier an der Kathedrale. Die Neubauten, wie hier die Art Gallery, wird nach neuesten Techniken nun erdbebensicher gebaut. Hier sehen wir die echte Harry Potter Schule. Es handelt sich um eine Eliteschule, in der natürlich die entsprechende Schulkleidung Pflicht ist. Mitten in der Stadt, umgeben von Baustellen und Straßen, ist eine eindrucksvolle und bewegende Gedenkstätte für die Erdbebenopfer, es waren 185, geschaffen worden. Für jedes Opfer ist ein Stuhl aufgestellt. In Christchurch haben wir unsere beiden Wohnmobile übernommen, mit denen wir nun in das Bergland, in die Berge gefahren sind. Unser Ziel Lake Te Kapo. Eine Kirche wurde 1935 mit Steinen, die in der Gegend gesammelt wurden, erstellt. The Church of the Good Shepherd. Unser Weg führt uns nun zum Mount John, wo sich das gleichnamige Observatorium befindet. Aufgrund der exponierten Lage und der unglaublich klaren Sichtverhältnisse durch fehlendes Streulicht der Umgebung kann man natürlich wunderbar nicht nur diese Berge in der Ferne, sondern auch des Nachts Sterne und Mond betrachten. Aufgrund einer Empfehlung sind wir zu diesem wunderbaren Seeufer gekommen. Plötzlich und unerwartet kommt ein starker Wind auf, der den ruhigen See jetzt mit starken Wellen überzieht. Wir müssen unseren Spaziergang unterbrechen.
Wir befinden uns auf der steilsten Straße der Welt in Dunedin. Auf 2,86 Meter steigt diese Straße 1 Meter in die Höhe. So jedenfalls steht es im Buch der Rekorde. Nun besuchen wir die Moraki Boulders. Das sind kugelförmige Felsen, die vor rund 60 Millionen Jahren erstanden sind. Die haben einen Durchmesser bis zu 2,20 Meter. Im südlichen Teil der Südinsel liegt eine Region, die sich Catlands nennt. Hier herrscht Regenwald vor, es gibt viele Flussläufe und Wasserfälle. Auch der nachtaktive Wappenvogel der Neuseeländer, der Kiwi, hat hier seinen Lebensraum. Wir befinden uns wieder in den Bergen im Inland in der Nähe von Queenstown. Queenstown selber haben wir ausgelassen, weil uns die Stadt einfach zu quirlig, zu voll und zu extrem war. Im ehemaligen Goldgräberstädtchen Arrowtown haben wir Quartier genommen. Mit den wiedererrichteten alten historischen Gebäuden strahlt Arrowtown ein charmantes Flair aus. Nicht so feudal lebten zur Blütezeit des Goldrausches im Jahre 1865 die Chinesen, die hier als Einwanderer eintrafen.
Vor einem der ältesten Hotels in Neuseeland postieren sich heute diese beiden chinesischen Kinder bei einem Fotoshooting. Gezapft wird an diesen alten Tankstellen heute nicht mehr. Auch dieser Sportwagen hätte am Sprit sicherlich keine Freude. Ganz in der Nähe kann man sich für $200 in die Tiefe stürzen, gesichert an einem Gummiseil. Für uns war es nix. Auch junge Frauen und Mädchen machen diesen Spaß mit, und damit man etwas mit nach Hause nehmen kann, wird für jeden eine DVD in super Zeitlupe zum Teil erstellt, damit man das Erlebte auch noch zu Hause wieder verarbeiten kann. Natürlich sind hier in der Nähe von Queenstown auch alle anderen Extremsportarten möglich, vom Fallschirmspringen, Paragliding, Jetbootfahren und so weiter. Uns reicht die aussichtsreiche und serpentinenartig geführte Straße mit wundervollen Ausblicken, die wir genießen. Überall gibt es wunderbare Plätze zum Ausruhen und Relaxen. Beim Anblick dieser herrlichen Gletscherformationen des Fox-Gletschers und des Franz-Josef-Gletschers verlassen auch wir die Pfade des Ökotourismus und begeben uns auf einen Hubschrauberflug zum Gletscher. Erde hat uns wieder, und wir müssen zugeben, dass auch aus dieser Perspektive der Gletscher die volle Schönheit bietet. Wir sind an der Westküste der Südinsel angekommen.
Hier begrüßen uns zunächst diese Delfine und wir begeben uns auf einen kleinen Fußweg zu den Pancakes, diesen flachen Steinen. Dieser Ort ist einer der meistbesuchten in Neuseeland auf der Südinsel. Diese flachen Steine sind vor 30 Millionen Jahren entstanden. Direkt daneben kann man in diesem Gewimmel von Steinen Seelöwen beobachten. Und wir gucken genau hin. Vielen Dank für diese Schwimmvorführungen in der Tasmanischen See. Closed here? The road? No, we don't. They don't do it at night. We're not allowed to close the road. It's too dangerous at night. Okay. And you've got to have it all lit up and everything, expensive lights and generators and that going. Yeah. This is a joke from Germany. Oh no. It's perfect. Every time you take a video, do you have to go to the background, do you? So hatten wir auch unseren Spaß, selbst bei einer halbstündigen Sperrung, damit die Baumreste und auch Geröll von der Straße entfernt werden konnte, was durch einen Erdrutsch verursacht war. Mit einem dieser Schiffe oder zu Fuß oder mit dem Kanu kann man den wohl bekanntesten und schönsten Nationalpark, den Tebel Tasman Nationalpark im Norden der Südinsel, besuchen. Die Touristen haben die Möglichkeit, sich an einem von mehreren Stränden absetzen zu lassen und dann durch den bis an den Strand heranreichenden Regenwald zu wandern oder den Tag in einer Bucht oder in einer Lagune zu verbringen und sich abends wieder von diesen sogenannten Wassertaxis abholen zu lassen. Sowas haben wir auch genossen. Wir hatten einen Strand von 1,5 Kilometern Länge fast für uns alleine. Thank you.
Fischliebhaber und besonders Muschelliebhaber sind in Havelock genau richtig. Hier gibt es die Grünlippenmuscheln und zwar in allen Variationen. Wir testen es. Auch einer der größten Holzumschlagsplätze ist hier in Havelock zu finden. Von Picton aus geht es mit einer 4- bis 5-stündigen Überfahrt auf die Nordinsel. Ziel ist Wellington. In Wellington angekommen, sollte man einen Besuch des größten Museums in Neuseeland, dem Te Papa, nicht versäumen. Uns interessiert hier insbesondere die Kultur der Maori. Neben dieser Schöpfungsgeschichte aus Sicht der Maori und Ritualen erleben wir auch ein Langhaus, welches wir besuchen können, mit unglaublichen Schnitzereien der Maoris. Wir sind weitergefahren und befinden uns nun in dem Zentrum der Nordinsel Neuseelands im Vulkangebiet von Rotura. Waiotapu, das heißt heiliges Wasser. So heißt dieser geothermale Bereich, den man hier besichtigen kann. Aufgrund verschiedener Zusammensetzung der Chemikalien und Mineralien haben die Teiche und Seen hier verschiedenfarbige Farben. Ganz dicht unter der Erde brodelt es aus Schlammlöchern. Weiterer großer Höhepunkt der Nordinsel Neuseelands ist die Koromandel-Halbinsel
rund 150 Kilometer von Auckland entfernt. Zu Fuß über die Berge oder mit diesem Wassertaxi erreicht man die Hauptattraktion dieses Gebietes, die Cathedral Cave. Tauchen und Schnorcheln in diesen fischreichen Gewässern macht natürlich Spaß. Mit einem Flug über den heiligen Baum der Maori, dem Kauri-Baum und dem dahinterliegenden Wald, verabschieden wir uns aus Neuseeland. Eine unglaublich schöne Reise, ein unglaublich schönes Reiseland. Sehr viel Spaß bei eurer Neuseelandreise wünscht euch euer Klaus.